meinem Minigarten, Blumengarten mit Wasserspiel und Vogeltränke in einem Simmel gemacht, einfach gemacht und in Upcycling. Für Terrasse, Balkon, Hof, wo du möchtest. Und das für ganz wenig Geld, aber viel Freude und Spaß. Wenn die Sonne noch weiter rumkommt, dann gibt es auch noch mehr Springbrunnen-Effekt und das Wasser spritzt höher, aber jetzt noch ein bisschen Schatten drauf. Und wie das alles so geht, das zeige ich dir. Und die passende Deko findest du dazu am besten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekerplauderei in den Playlists. Ist oben eine kleine Leiste anklicken und dann kann man alles finden. Gartenideen, die Vogelhäuser, Vögel, vieles passende. Einfach mal reinschauen. Auch häkeln und stricken und basteln für und mit Kindern. Und auch die Kanalmitgliedschaft, die du bei mir haben kannst. Einfach mal gucken. So, mal kurz fürs Spalier. Da gibt es eine ausführliche Anleitung schon mal im Extra-Video für einen Kübel. Ich habe mir drei einzelne Äste geholt. Der mittlere ist länger, der wird eingesteckt. Das müsst ihr immer von der Größe anpassen an euer Gefäß. Ich habe jetzt da zweimal 1,20 und einmal 1,50. So, und dann die Querstreben, drei Stück. Und die passt ihr bitte auch an euer Spalier, was ihr verwenden möchtet. Hier, das ist jetzt da die Estes Efeu. Ja, die sind wirklich so dick. Wir mussten an der Wand kürzen und da waren die dann dabei. Sehen ganz toll aus. Aber es geht auch alles andere. Apfelbaum, Birnenbaum. Was ihr habt, das nehmt ihr. So, und die könnt ihr jetzt entweder feste miteinander verdrahten, dann aber über Kreuz wickeln. Ne? So, wie gesagt, das liegt noch locker. So über Kreuz. Oder schrauben. Vorbohren, festschrauben, am besten noch mit der Unterlegscheibe. Dann hält das bombig und das machen wir jetzt. Und wie gesagt, der mittlere Ast ist länger, damit wir es besser einstecken können. Können wir dann auch noch kürzen, wenn er zu lang ist. Ne? So. Und das ist jetzt das Erste, was wir machen. Und noch ein kleiner Deko-Tipp. Die Edelrostvögel und vieles mehr kannst du ganz toll Upcycling aus Blech oder aus Kunststoff machen und dann gestalten mit meiner eigens entwickelten Farbe ganz easy gemacht für drinnen und draußen. Und wenn du so ein Vogelhäuschen dazu hängen möchtest, in allen möglichen Farben, die du dir vorstellen kannst, das wird komplett Upcycling gebastelt aus Milch- oder Saftkartons und ist wetterfest. Auch das findest du schon in meinem Kanal und passt dann ganz toll dazu. Wenn es dann zu unstabil ist, kann auch ganz unten nochmal ein viertes Holz hin quer. Also sieht schlimmer aus, als es ist, als wäre es schief und krumm. Aber das ist halt, weil die Äste ein bisschen sich abheben. Und deswegen sieht es unregelmäßig aus, aber es ist ein Naturprodukt. Unser Minigarten mit kleiner Wasserstelle und Springbrunnen, wenn du möchtest. Was brauchen wir dazu? Also, eine große Wanne. Das muss nicht unbedingt eine Blechwanne sein, Zinkwanne. Du kannst auch eine Plastikwanne nehmen. Ein Speisfass, ein Mörtelfass aus Kunststoff. Und dann nimmst du einfach einen silbernen Sprühlack und sprühst das in den Rand. Muss nicht komplett gesprüht sein und außen nochmal komplett. Du kannst einen alten Korb nehmen, den musst du dann mit Folie auslegen und. Ich habe auch noch bepflanzt, es ist ein altes Kupferspeisfass.
Das sieht auch ganz toll aus. Also nimm große Sachen, die du hast und funktionier es einfach um. Wichtig ist, dass da ein großes Abgussloch reinkommt. Ich mache nur eins rein, weil es kann ja sein, dass ich die Wanne nochmal für was anderes verwenden möchte. Dann nehme ich einfach einen Upcycling-Kunststoff, wenn ich das wieder zuhaben möchte, von der Verpackung oder so, einen Plastikboden. Und den klebe ich dann einfach mit Silikon an und dann ist es wieder dicht. Aber das muss wenigstens eins rein. Unten drunter auch zum Stellen, wenn es dann fertig ist, so zwei Leistchen quer, damit das ein bisschen vom Boden abgehoben ist, damit das Wasser mal rauslaufen kann. So, dann kommen Tonscherben rein, Kies, Steinchen, irgendwas, was du hast als Drainageschicht. Dann, wenn möglich, eine Schicht Kompost oder Mist, Hasenmist, Kuhmist, Pferdemist, was da ist, hinein und dann eine Blumenerde. Ausgespart wird dann halt, wo der Topf hinkommt. Und wichtig, wenn du das Spalier mitarbeiten möchtest, kommt das zuallererst hinein. So, bei mir sehe ich hier, der Mittelast ist noch ein bisschen lang, den kürze ich jetzt noch ein bisschen. Und dann setze ich das als erstes hinein und das ist ganz gut. Ich habe das jetzt extra so hingestellt, dass es im Rückraum ein Stuhl ist. Und dann habe ich erstmal eine Hilfe. Gut ist es auch, wenn du da unten einen größeren Stein reintust, dass das ein bisschen dann eingeklemmt wird. Und dann kommt das in den Schichten rein. Wie gesagt, erstes Spalier, wenn du es mit Spalier arbeitest, muss aber auch nicht sein. Wichtig ist, wenn ihr die Erde drin habt, dass ihr jetzt um das Spalier rum richtig mal fest tretet. So, ich habe jetzt die Erde drinnen, einmal drumherum gemacht und jetzt setze ich meine Schüssel für den kleinen Springbrunnen ein. Wenn du sowas nicht hast, meine Kaufempfehlung, aber ich krieg nichts dafür, selber gekauft. Der war von Obi für 2,29 € und passt wirklich super, gibt es in allen möglichen Größen. Weil ich werde dann doch immer mal gefragt, wo hast du denn das her? Und dann müssen wir so suchen. Und die Wanne, die hatte ich noch, die ist so alt. So, dann setze ich das schön ein, drücke es mir fest und mache dann noch ein bisschen Blumenerde drumherum. Es ist ideal jetzt, wenn man das als Vogeltränke haben will, muss man auf jeden Fall nochmal zwei, drei Steine reinmachen, damit die Vögel rein und raus kommen. Die müssen ja irgendwo drauf sitzen und dann erst das Wasser drumherum. So, jetzt mache ich noch ein bisschen gute Blumenerde nochmal drumherum. Das war jetzt aus dem Garten richtig durchgearbeiteter, fertiger Kompost, so ganz viele Regenwürmer drin. Jetzt noch ein bisschen Blumenerde drauf und dann pflanze ich. Ich habe hier eine rankende, duftende Kletterpflanze, ein Geißblatt. Ganz, ganz toll. Kommt im Hintergrund. Dann habe ich verschiedene kleine Stauden. Die kommen dazu. Dann nochmal für den Garten. Die nehme ich natürlich nicht alle. So ein Paket. Ganz toll für Bienen. Und dann nehme ich die niedrigsten. Die setze ich dazu. Und eine Geranie mache ich rein, weil die Mords blüht. Dazu dann noch weiße und rote fleißige Lieschen. Das ist so das, was ich mir ausgedacht hatte. Und Stauden liebe ich immer, also die blühen ja ewig, kommen jedes Jahr wieder. Das sind nur die niedrig blühenden, hier zum Beispiel nur 20 cm und auch alles toll für die Bienen. Und was halt so schön dabei ist, der Garten. Der Augenschmaus, wenn das erstmal blüht, passt auf die Terrasse, auf dem kleinsten Balkon, überall hin. Und das ist mir halt ganz, ganz wichtig. So, und dann pflanze ich und dann wird gut, gut gewässert. So, jetzt ist es erstmal bepflanzt. Sicher, es blüht noch nicht viel, aber das kommt. Und das zeige ich euch dann nach und nach immer mit neuen Fotos, kleinen Videos in der Community. Bei mir auf der Startseite guckt ihr einfach mal. Da gibt es sowieso immer so die Neuigkeiten von mir. Und natürlich für die Kanalmitglieder immer ganz, ganz viel extra und Besonderes.
einfach mal gucken auf der Startseite, kann man Kanalmitgliedschaft erstmal anklicken und dann kann man durchlesen, was es da überhaupt gibt bei mir. Da kann sich nämlich jeder YouTuber was Besonderes für seine Freunde, Abonnenten ausdenken. Und auch noch viel mehr von meinen Videos, dass du mal einen Überblick bekommst, auch auf der Startseite kreativ-reich die Kekaplauderei. Anklicken und da steht oben eine Playlist und dann wieder anklicken. Und dann sind alle Ordner, die habe ich extra für euch richtig schön geordnet, ob jetzt hier die Gartensachen, Spaliere, verschiedene Ranghilfen, die Deko für Haus und Garten, Stricken, Häkeln, Basteln, Basteln führen mit Kindern, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die große Osterwerkstatt, die Weihnachtswerkstatt, die Edelrostsachen, Beton und. Alles einfach zu finden und dann lernt man mich mal kennen und dann ist es auch einfacher. So, hier habe ich jetzt dann noch Steine drinne, Wasser kommt rein, dann der kleine Springbrunnen, noch eine indirekte Beleuchtung, Solarbeleuchtung und ich will noch mal sehen, ein Edelrostvogel will ich noch gerne dazusetzen und was mir sonst noch einfällt. Aber jetzt ist es erstmal bepflanzt, jetzt an seinen Ort stellen, wo man es gern hinhaben möchte, wenn du es nicht direkt da gearbeitet hast. Vorbereitet hast. Wie gesagt, nochmal Hölzchen unten drunter, dass das nicht ebenerdig steht. Bei einer richtig großen, dann 4, 5, 6 Hölzchen unten drunter, damit das Gewicht verteilt ist und dass das Wasser ablaufen kann. Sonst ist es ebenerdig und dann stockt es ja und staut es sowieso. So, jetzt kommt auch die Sonne dazu. Ich habe den kleinen Springbrunnen schon mal reingetan, der ist solarbetrieben. Gibt es ganz verschiedene auf dem Markt, da kannst du ja gucken, was dir am besten gefällt. Keine Werbung, selber gekauft. Zwei Steine habe ich reingelegt, wie man sieht. Und der Springbrunnen, der wandert ganz gerne. Und ich lege da ganz gerne immer noch so einen selbstgemachten kleinen Kranz drauf. Erstmal können die Vögel da wahnsinnig drauf landen, einfach und gut, sich festhalten und der Springbrunnen bleibt in der Mitte, so dass er nicht so viel Wasserverlust ist. Der spritzt natürlich auch höher, da muss aber die Sonne erst noch ein bisschen rumkommen und dann sieht es toll aus, macht Spaß und hat noch ein bisschen Natur dazu. Und noch ein kleiner Deko-Tipp. Die Edelrostvögel und vieles mehr kannst du ganz toll Upcycling aus Blech oder aus Kunststoff machen und dann gestalten mit meiner eigens entwickelten Farbe ganz easy gemacht für drinnen und draußen. Und wenn du so ein Vogelhäuschen dazu hängen möchtest, in allen möglichen Farben, die du dir vorstellen kannst, das wird komplett Upcycling gebastelt aus Milch- oder Saftkartons und ist wetterfest. Auch das findest du schon in meinem Kanal und passt dann ganz toll dazu. So, und dann hoffe ich wirklich ganz, ganz doll, es hat gefallen. Du kannst gut umsetzen, hattest auch viel Spaß dran. Vielleicht schreibst du mir mal, wie du es umgesetzt hast, was du gemacht hast, wo der kleine Mini-Garten, die Blumenwiese mit Teich steht. Das würde mich riesig freuen. Und wie gesagt, vielleicht interessiert dich die Kanalmitgliedschaft bei mir zu finden auf der Startseite, genau wie die Playlist, auch bei kreativ-reich die Kekaplauderei. Und dann findest du alles, was ich schon gemacht habe, ordentlich sortiert in den Kategorien Haus- und Gartenbalkon, Blumenwerkstatt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die Weihnachtswerkstatt und. Einfach mal reinschauen und sich inspirieren lassen. So, alles Liebe. Und bis wieder mal schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin.